Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Resident Evil 2. Und zwar schauen wir uns heute alle Rätsel an und vor allem natürlich die Lösung der Rätsel schauen wir uns an. Und zwar ist das unterschiedlich. Ihr seht das schon, ich habe es oben rechts eingeblendet, in welchem Durchgang ihr befindet. Wir befinden uns hier momentan im Leon A-Szenario, also das erste Mal die Leon-Kampagne, wenn ihr die spielt. Dann lautet die Lösung halt Löwe, Zweig, Adler. Im zweiten Durchgang wiederum ist es Krone, Flamme, Vogel. Also die Symbole unterscheiden sich im Durchgang und auch bei einigen anderen Rätseln unterscheiden sich auf alle Fälle ja, die Lösungen. Das Gute ist, bei den Schlössern ist das nicht der Fall, deswegen gibt es kein zweites Video zu den Schlössern, denn bei den Schlössern bleiben die Kombinationen auch im zweiten Durchgang identisch, nur diese ganzen Puzzleien, die ändern sich hier zum Beispiel auch von Fisch, Skorpion, Wasser, hat es sich jetzt geändert auf Zwillinge, Waage, Wurm. Zum Beispiel Wurm gab es vorher gar nicht auch. Also daher, wie gesagt, kleine Änderungen. Beim Vogel ist es der kleine fliegende Vogel, also der kleinere Vogel. Es sind ja zwei Vögel da, einmal so ein dicker Spatz, der herumsteht und einmal ein Vogel, der herumfliegt auf alle Fälle. Das heißt, den hat man jetzt aber hier noch gar nicht. Also hier ist es genau, hier bei diesem. Da haben wir den Vogel und da ist es halt der fliegende Vogel und nicht der dicke Spatz am Boden. Also wenn ihr in Durchgang 2 seid, das Spiel ist dann halt Steinbock, Harfe und der kleine fliegende Vogel. Das sind schon mal die ersten drei Rätsel hier gleich, die wir jetzt hier am Stück weg haben, um halt die Medaillons zu finden. Das bedeutet, müsst ihr ja für den Storyverlauf auf alle Fälle machen. Und die anderen Rätsel, ich glaube, die sind auch eigentlich alle wirklich Pflicht. Und dementsprechend werden wir uns hier natürlich auch noch alle anschauen. Das Einzige, was ich leider sagen muss, ist, dass ich hier A, dieses hier gerade viel zu lange einblende und B, ich habe ein Schalterrätsel vergessen aufzunehmen. Also da habe ich irgendwie die Aufnahme nicht mehr gefunden, aber diese Schalterrätsel, also wo man dann nur halt die Schalter bewegen muss, damit dann der Strom ja in der richtigen Menge fließt. Da hat leider bei einem die Aufnahme gehakt oder so. Ich weiß nicht, wo es ist, aber die sind ja wirklich sehr, sehr leicht zu lösen und sollten deswegen kein Problem darstellen. Und da rede ich schon von und da ist es dann doch. Da ist es dann doch. Ich glaube, dann habe ich doch alle Schaltschränke. Ich glaube, dann habe ich sie doch, weil ich glaube, es waren nur zwei. Ansonsten, wie gesagt, die sind ja nicht so schwer. Da legt er einfach die Hebel um, bis halt beide Zeiger oben im roten Bereich sind. Hier ist es halt, indem ihr die letzten beiden Schalter betätigt. Dann ist hier die Tür entriegelt. So, dann hier ist es so, für Durchgang 2 ist das Rätsel hier auch anders. Die Elektronikkeile müsst ihr hier einsetzen. Wir lösen das erste jetzt gemeinsam. Und beim zweiten mache ich es einfach so, ich mache euch einfach einen Screenshot davon, wie die Endlösung aussieht, liegt einfach daran. Ich habe selber auch relativ lange hin und her gedreht, von rechts nach links. Und ja, wenn ihr euch das anguckt und einfach nur meinen Weg nachgehen wollt, ist das relativ doof irgendwie. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das einfacher, sinnvoller so, dass ich euch einen kleinen Screenshot zeige, wo dann die Endlösung drauf ist. Da haut ihr dann kurz auf Pause, ordnet eure Steine hier oder eure Relais, was auch immer das genau sein soll, einfach ganz genauso an, wie ich das habe. Und dann habt ihr auch damit die Lösung, statt hier jetzt jedes Mal darauf zu warten, dass ich das nächste Teil drehe oder nicht drehe. Ich denke mal, so ein, ja, das wäre wahrscheinlich sogar hier beim ersten Rätsel auch eventuell sinnvoll gewesen, einfach nur den Screenshot mit der endgültigen Lösung einzublenden. Aber da ich nicht wusste, was besser ist und wir zwei Varianten zur Verfügung haben, habe ich es halt auch in zwei Varianten hier im Video gemacht. So, Rätsel Nummer 1 gelöst, die Zelle geht auf und jetzt kommen wir zu Durchgang Nummer 2. Ich habe es auch oben rechts eingeblendet, das war Lösung für Durchgang 1. Durchgang 2 sieht das Ergebnis so aus. Wie gesagt, ich habe da extra jetzt nur den Screenshot genommen. Dann könnt ihr halt einfach das, wie gesagt, dementsprechend nachbauen und habt dann dort auch die Lösung. Und damit geht es rüber zum nächsten Rätsel. Da öffnet sich nochmal die Tür. Wir sehen, auch in Durchgang 2 war es korrekt gelöst von uns an dieser Stelle. So, dann geht's zum Schachpuzzle und ich hoffe, dass das im zweiten Durchgang identisch war. Ich muss ganz offen gestehen, dass ich es im zweiten Durchgang nicht
Doch, ich habe es genauso gemacht. Ich habe es ganz genauso gemacht. Ich habe es genauso gemacht und habe dann gemerkt, okay, da braucht man nicht drüber nachzudenken. Das ist also wirklich identisch im zweiten Durchgang zum ersten, wie man wo welche Figuren reinsteckt. Genau, deswegen habe ich es nicht aufgenommen. Ich musste gerade überlegen, ich habe den zweiten Durchgang gerade erst gestern, also wenn das Video released, natürlich den Tag vorher gemacht gehabt. Nein, hätte es da eine zweite, eine andere Lösung gegeben, hätte ich die ja auch aufgenommen. Da ich das nicht habe, muss es wohl identisch gewesen sein, wie er hier die Steine setzt, um dann A, an den Flammenwerfer hier zu gelangen und B, vor allem, ihr braucht die Teile natürlich auch für das nächste Rätsel. Deswegen ist es ganz wichtig, hier nicht nur so weit zu lösen, dass ihr an die Waffe kommt, sondern ganz wichtig ist es auch, den Rückweg euch so frei zu machen, dass ihr alle Steine mitnehmen könnt, denn hier in diesen beiden Kästen stecken ja einmal Dame und König drin und die beiden benötigen wir für das nächste Rätsel, ansonsten ist das nicht lösbar. Daher müssen wir also nicht nur die Steine hier richtig reinstecken, was ja eigentlich immer noch ganz nett dran steht, hier gehört der König rein, King Plug, sondern das ist halt auch einfach, wie gesagt, notwendig, die beiden Steine zum Schluss wieder mitzunehmen. Ganz genauso wie auch der eine Stein, den habe ich jetzt nicht extra eingeblendet, mit dieser kleinen Brücke, die dann hoch oder runter fährt, je nachdem, ob der Stein drin ist. Den müsst ihr natürlich auch mitnehmen, um dann halt ja im nächsten Rätselraum alle Spielfiguren zur Verfügung zu haben. Aber ich denke, das wisst ihr auch so, zumal die Dinger ja auch ganz gut auf der Map eingezeichnet werden. Nur hier unten habe ich dann so gemacht, dass ich euch auf alle Fälle noch zusätzlich auch zeige, nicht nur wie kommt ihr an die Waffe, sondern wie kommt ihr hier auch wieder sauber raus, so dass ihr die Figuren im Inventar habt. Nochmal ein freundlicher Typ marschiert hier lang, weil wir holen jetzt hier nur hinten die Figur ab. Und dann können wir ja auch die Tür hier zumachen, die Bude, indem wir halt dann das letzte Item mitnehmen, den letzten Spielstein. So, die Dame hier raus. Die Tür schließt sich, da hinten haben wir ja die andere Tür auf. Da gehen wir durch, drehen uns um, nehmen den König mit und das ganze Labyrinth hier ist verschlossen und ja auch für uns abgehakt. So, und damit geht es dann auch zu dem von mir angesprochenen Raum, wo ihr ja auch das Rätsel lösen müsst, um in der Story weiter voranzuschreiten und einfach alle, ja, alle Steine einsetzen müsst. Hier sind wir schon und hier ist es auch wieder so, dass es sich bei den Durchgängen unterscheidet. Ich habe es oben eingetragen. Die rechte Wand, Bauer, Dame, König. Links dann Springer, Turm, Läufer. Also das ist dann, Entschuldigung, das ist von unten Springer, Turm, Läufer. Und zweite Wand hat Bauer, Turm, Springer und andere Seite, also links dann Dame, Läufer, König. Deswegen, das sind auch verschiedene Lösungen. Ich habe hier die Lösung von Durchgang 1 im Video euch gezeigt. Zwei habe ich mir gedacht, brauchen wir jetzt nicht extra zu machen, denn ja, wie gesagt, wie das Rätsel funktioniert, ist dasselbe und die Lösung steht ja oben drüber. Also mit rechte Wand Bauer, Turm, Springer, linke Wand Dame, Läufer, König. Und wie gesagt, also ich habe es, glaube ich wirklich, Springer, Turm, Läufer ist von unten nach oben, ist von unten nach oben. Zum Glück zeige ich es ja euch hier im Video, damit ihr wisst, wie es gemeint ist. Und dann die andere Seite ist dann halt wirklich von oben nach unten. Dame, Läufer, König. Dame, Läufer, König. So, damit kommen wir noch einmal zu einem kleinen Kasten, einem kleinen Stromkasten, wo wir wieder, ja, einstellen müssen, dass der Strom in der richtigen Menge fließt. Das ist gleich direkt hinter dem Rätsel, was wir eben gerade hatten. Das ist also ein paar Meter weiter. Da haben wir dann bereits hier das nächste Rätsel. Und da einfach, habt ihr gesehen, 1, 2 und 4 sind die Lösung. Und damit geht es rüber zum nächsten Puzzle, was sich auch unterscheidet. Und zwar haben wir hier einmal zum einen im Labor die Kombination, um die verschiedenen Gebäudetrakte freizuschalten. Ihr seht das, da ist 3123 und 2067 für Durchgang 1 gültig. Für Durchgang 2 ist es die 2048 5831. Wir werden hier gleich das Tastaturfeld sehen, ich da auf der Seite.
Und bei dem Tastaturfeld ist das so, dass ich das durchnummeriert habe von oben nach unten. Also oberste Reihe 1, 2, 3, dann 4, 5, 6, 7, 8, 9 und unten in der Mitte letzte Zeile, dann die 0. Es gibt ja auch genau diese, ja, sag ich mal, diese 9er Ziffernblock, wo es genau andersrum ist, von unten nach oben. Deswegen hier der Hinweis, bei mir ist es also so, dass ich durchnummeriert habe von oben nach unten. Die erste Taste ist wirklich Taste 1. Und wir benutzen jetzt hier 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2 und die 3 und unten einmal Enter drücken. Dann ist Gebäude 1 freigeschaltet und dasselbe machen wir dann nochmal mit der 2067, um das andere Gebäude freizuschalten. Und wie gesagt, die entsprechenden Codes für die Lösung für den zweiten Durchgang befinden sich darunter mit 2048 und 5831. Immer noch mal so ganz kurzer Blick mit auf die Karte natürlich drauf, damit ihr auch genau wisst, wo dieses Puzzle stattfindet. Aber ich glaube, das sollte passen. Nur sicher ist sicher, bevor es Mecker gibt. Oh, gut, wo ist die Karte? Blenden wir sie sicherheitshalber ein. Und damit geht es rüber zum letzten Rätsel. Und auch das ist wieder in zwei Varianten verfügbar. Und zwar müsst ihr ja hier die Flüssigkeit in der richtigen Menge auf die linke Seite rüberpumpen. Und das macht ihr halt im ersten Durchgang, ist ganz leicht zu merken, rot, grün, blau, rot, grün, blau, rot, grün. Also das sind die Tasten, die ihr unten drückt. Im zweiten Durchgang gestaltet sich das Ganze dann ein wenig komplexer. Ihr seht es, ich habe es da eingetragen, blau, rot, grün, rot, blau, rot, blau, grün, blau, rot, grün. Ich sehe gerade, fällt mir gerade erstmal auf, die letzten vier sind ja absolut identisch zum ersten Durchgang, weil ich halt einfach jetzt, ja, das hier gerade so untereinander lese. Wahnsinn. War mir noch gar nicht aufgefallen. Erst jetzt. Naja gut, man probiert ja einfach rum. Auf alle Fälle, habt ihr das gemacht, dann gehört die Soße euch. Und ihr könnt damit die Welt retten. Und damit sind wir schon im Claire-Durchgang. Wir sind im Durchgang von Claire. Auch sie hat ja einen Schaltkasten, den sie ja bezirpsen muss, wo sie die richtige Kombination machen muss. Das ist, wie gesagt, Claire-Kampagne A hier. Claire-Kampagne A, da müssen wir nur einen einsetzen, ne? War gerade nur einer gewesen, ne? Und dann hier wieder richtig drehen, bis der Stromkreis geschlossen ist, damit sich dann hier die Tür öffnet. Das ist Claire-Puzzle Nummer 1 und dann kommt gleich noch ein weiteres Claire-Puzzle und dann haben wir wirklich meiner Meinung nach eigentlich 100% der Puzzle abgearbeitet. Sollte ich eins übersehen haben, möchte ich mich dafür an dieser Stelle schon mal recht herzlich entschuldigen. Sollte irgendeine Lösung falsch notiert worden sein von mir, was ich glaube ich nicht glaube, dann ebenso, Entschuldigung, Menschen machen Fehler. Ich hoffe natürlich keinen gemacht zu haben. Das soll eigentlich immer alles 100% hier sein. Und ich hoffe, dass dementsprechend das auch so war für euch. Euch ja sauber durchs Spiel geleitet hat, euch sauber bei jedem Rätsel geholfen hat. Und wenn dem so war, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn ihr wisst, mit Glocke aktiv solltet ihr nach Möglichkeit, wenn ihr YouTube das nicht mal wieder versaut, kein neues Video verpassen. Und wir landen hier auf dem letzten Rätsel. Und zwar mit Sherry gibt es hier das Rätsel, ja, Sonne, Mond, Sterne, nennen wir es einfach mal. Ein kleines Puzzle, was hier im Kinderzimmer gelöst werden muss. Und wenn ihr das gelöst habt und das Ganze dann auch noch unter 60 Sekunden macht, dann gibt es auch noch eine zusätzliche Trophäe dafür obendrauf. Das war's. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.